Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. So, in der letzten Folge haben wir schon mal in das neue Gebiet reingeschnuppert, Burg Lothric, und haben da auch schon den ersten Shortcut freigeschaltet. Und wir hatten ja auch eine Esto-Scherbe gefunden, die wir jetzt gleich mal beim Schmied hier zuweisen. Also verstärken. Genau, okay. Pretty, be careful. Dann müssten wir jetzt eigentlich schon 14 haben. Haben wir Knochensplitter gefunden? Ich weiß es gar nicht. Ah, kein. Okay. Dann reisen wir mal. Und zwar Tänzerin des Nordwindtals. Von da aus geht es dann in die Burg Lothric. Schauen wir uns da weiter um. Ich muss auf jeden Fall bei den einen komischen Viechern da vorbei, die komischen Alien-Dinger da. Weil da nämlich ein Haufen Loot liegt und den will ich unbedingt haben. So. Burg Lothric. So, dann gehen wir mal hier wieder hoch, weil hier haben wir den Shortcut auf jeden Fall geöffnet. Genau, den Ritter können wir uns jetzt sparen, weil wir hier offen haben. Jetzt schauen wir gleich, dass ich den hier backsteppen kann. Ja, komm, wir sehen an. Okay, alles klar. Den holen wir uns dann mit dem Bogen runter. Wurmpuff. Warum bist du nur dran? Ah. Dein Problem, wenn du hier runterfällst. Ah, komm her. Nein, soll ich in die Mauer da? Ja, jetzt ist aber Ruhe. Schau mal, ob es irgendwelche versteckten Mauern gibt. Ja, versteckte Mauern haben wir jetzt in den letzten Folgen sehr viel gefunden. Okay. Schauen wir aber nochmal hier hoch. Dürfte es eigentlich nichts mehr geben. Okay, wie sieht's leer aus. Oh Gott, sag mir, ich muss jetzt da nochmal runter. Mit komischen Viechern da. Sieht ganz so aus, gell? Oh Mann, ich mag da nicht runter. Geht's hier nicht irgendwo noch lang? Okay, da ist auf jeden Fall ein geheimer Gang. Oder das geheimer Gang ist es nicht, aber da kann man auf jeden Fall rein hüpfen. Ich würde gerne mal rein hüpfen. Genau. Garten des verzehrten Königs. Hä? War ich hier nicht schon? Nee, hier war ich noch nicht. Drachenschuppenring. Geil. Drachenschuppenring. Drachenschuppenring. Verringert von hinten erlittenen Schaden.
Der Ring von Osiris, dem einstigen König von Lothric, er reduziert den Schaden von hinterhältigen Angriffen. In seinen späteren Lebensjahren entwickelte Osiris eine Faszination für Drachen. Nachdem er den Verstand verlor, war er allgemein als der verzerrte König bekannt. Viele Assassinen wurden auf ihn angesetzt, doch keiner kehrte zurück. Der verzerrte König führt seine Unverwüstlichkeit auf den göttlichen Schutz der Drachenschuppe zurück. Okay. Vielleicht ist es irgendwie gegen irgendeinen Boss, dass der sich irgendwie, dass der irgendwie von hinten angreift oder so. Mal schauen. Vielleicht kann man den Ring irgendwie benutzen. Oder gegen irgendwelche unsichtbaren Gegner. Ruhe im Puff. Okay, hier kommt man nicht weiter. Okay. Muss man hier weiter. Ach du Scheiße, was ist denn das? Zwei Ritter. Ich werde die mal herholen. Na komm her zu Papa, komm. Ei. Ein Damage. Mei. Boah. Boah. Mein Gott, das interessiert ihr überhaupt nicht, wenn ich ihn treffe. Boah! Stößchen! Meine Fresse! Boah! Kathedralenrüstung. Geil. Okay, da gehen wir nicht hin. Wir sehen noch eine Zahnschärfe. Ah, da müssen wir den jetzt holen, wahrscheinlich, so wie es aussieht. Scheiße. Ich werde sterben. Komm, wir sehen an. Meine Fresse. Boah! Oh, stirb doch endlich! Alter! Zauber, Steinplattenring. Zauber, Steinplattenring, okay. Zauber, Steinplattenring, wo bist du? Drachenschuppenring? Zaubersteinplattenring. Erhöht die Magieschadensminderung. Steinplatten sind das Symbol wahrer Ritter. Blaue Steinplatten wurden der königlichen Palastwache verliehen. Erhöht Magieschadensminderung. Okay, Magieschaden mache ich nicht, also. Ja, okay. Wenn du jetzt gegen einen Zauberer oder so kämpfst, ist bestimmt nicht schlecht, wenn der viel mit Magie arbeitet. Boah, ich brauche den Loot da hinten. Das hole ich mir jetzt noch nicht. Dann renne ich später vielleicht mal irgendwie durch oder so. So, Estus. Mann, verballere ich die Estus hier schon wieder. Jetzt könnte mal langsam mal ein Leuchtfeuer kommen. Oh, was ist...
Ist da schon Boss drin? Ich gehe da noch nicht rein. Okay, da ist ein Boss drin. Da gehe ich jetzt aber noch nicht rein. Mein ganzes Gebiet noch eigentlich angeschaut hier. Nö, 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 du, da gehen wir noch nicht hin. Da müssen wir doch das Gebiet noch anschauen. Super, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Das war praktisch. Hier ist aber doch nichts mehr. Ah, doch, ganz zum Anfang, ja. Oh Gott. Da ist zu. Treppe ist zu. Hier ist keine Treppe. Da komme ich bloß von der Seite hoch. Oh Mann. Hier geht's runter. Ich werde bestimmt gleich Schaden kriegen, wenn ich hier runtergehe. Oder zumindest in dem Nebel da drin. Ah, da ist Loot, da ist Loot. Ich brauch den Loot. Oh ne, hat er mich gesehen jetzt? Viecher hasse. Auf jeden Fall den Loot hier holen. Das hilft, ich muss jetzt gegen den kämpfen, weil die auf den Sack geht. Oh Gott, ich werde sterben. Ich werde sterben. Schauen wir, wie ich den blocken kann. Komm her zu Papa, komm. Komm her. Alter, will der mich verarschen? Der war doch eh schon fast down. Mann. Gehen wir mal hier lang.
Seelen habe ich jetzt eh nicht viel verloren in der Hinsicht, also dem her ist nicht so schlimm. Sieht doch auch schon wieder so ein Bossraum aus, oder? Das ist doch schon wieder ein Bossraum. Also mit Sicherheit ein Bossraum. Ich zieh den mal raus. Hält ja sich, oder was? Der hält sich irgendwie. Oh Gott, wenn ich da reingehe, das ist doch ein Bossraum. Aber oh, scheißegal jetzt. Gib mir Loot! Meine Fresse! Stößchen! Ja, komm her, komm her, komm her, komm her! Kannst du gar nichts. Gar nichts kannst du. Hey, da gibt es gute IP, da muss ich fast so setzen. Sonnenlichtmedaille. Geil. So, das hier. Überreste plündern. Gib mir mal. Ey, das Schwert ist ja geil. Das will ich haben. Okay. Also das Shortcut. Kann ich den benutzen? Ach. Okay, da geht es ziemlich weit runter. Boah, schon wieder so ein... Also, gibt es die anderen Gegner auch noch wie die Ritter? Oder die blöden Aliens da? Was ist denn das? Alter! Ja, gegen zwei Ritter ist schon krass. Ey, ich muss unbedingt den Klingelidioten da mitmachen. Und zieh jetzt mal hier raus. Was haben die denn da für einen Buff? Haben die da irgendeinen komischen Buff drin? Ha, du kleiner. Komm her.
Alter, der wird ja voll gemacht. Der wird voll gemacht durch den wieder. Okay. Okay, verstehe ich. Nicht mit dem Commander. Aber Ruhe im Puff. Boah, Alter. Ich muss jetzt schauen, dass ich ganz schnell meine Seelen krieg. Genau, geht immer da runter. Ich geh hier lang. In jeder Ecke liegen sie rum. Diese ekligen. Oh, ein Bonfire. Oh. So gut, Leute, wie es denn hier weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge dann an. Brauchen wir eine kleine Pause jetzt, das war schon ziemlich krass. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen oder auch über ein Like. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.